Mensch, toll, du. Ich hoffe, es funktioniert auch andersrum. Na schön, ich guck mich dann mal weiter um. Vielleicht finde ich ein bisschen Klopapier für dich. Wenn du die Wahl hast, nimm das dreilagige mit den Luftpolstern. Was heißt das denn jetzt? Also das ist unser Inventar und das nicht. Hä? Kann ich dem jetzt ein Babyfon geben oder was? Ah, ich verstehe. Oh je, das wird kompliziert. Wir lassen erstmal alles so, wie es ist. Und machen hier ein bisschen weiter. Ah, das kann ich nicht verschneller machen, okay. Wir haben hier noch einen Türsteher, wir haben einen Drehorgelspieler, ein Äffchen. Und noch einiges mehr. Wenn die Kiste rankommen, keine Ahnung. Klopf, klopf. Was denn jetzt noch? Ich wollte noch mal deinen Streichelzoo besuchen. Nein, danke. Ich... Hey! Was soll denn das? Menno, reg dich doch mal nicht auf. Ich wollte mir doch nur noch mal deine Tierchen angucken. Aber... Ruhig, Blut. Dann bin ich doch auch gleich wieder weg. Ich glaub es nicht. Huch, was... Was tun Sie denn da? Sie bringen das ab? An. Na doch, Sie aber... Na nun mal... Auf, machen Sie keinen Grund... Und? Was und? Es war super, die Tiere waren... Und ich? Ich glaub... Du bist doch nur das Nächste, dann wirst du... Huhu. Und dann... Okay, wir müssen einen Abdruck machen, das wird witzig. Oh Mann. Nach Größe und Gewicht zu urteilen, befindet sich in dieser Kiste eine geringfügig kleinere Kiste. Oder ganz was anderes. Schwer zu sagen. Das stimmt. Hey, Rotzis! Könntet ihr vielleicht eine Räuberleiter für mich machen? Aber Herr Rufus! Aber Herr Rufus, Sir! Schon klar, mein Fehler. Vergesst es einfach. Schade. Okay, Kurbelauswurfknopf. Faszinierend. Irgendwas fehlt an diesem Wagenheber. Etwas zum Kurbeln. Und es müsste genau in diese Kurbelhalterung da passen. Was könnte das nur sein? Ich weiß es nicht. Keine Kurbel zum Auswerfen da. Schade. Hiermit erkläre ich meine Suche nach dem fehlenden Glied zwischen Mensch und Affe für beendet. Denn von so einem möchte ich gar nicht abstammen. Was für ein lustiges Äffchen. Ich bin kein Affe. Und es spricht. Kannst du noch andere Tricks? Ich kann dir dein Nasenbein ins Gehirn rammen, wenn du unbedingt willst. Boah. Ich dachte eigentlich sowas wie mit Köteln werfen oder so. Irgendwas Lustiges halt. Oh Mann. Was kostet es, das Äffchen tanzen zu sehen? 5 Slotti. Und wenn ich ihm eine Erdnuss mitbringe? Hey, ich bin kein Affe und der Preis ist nicht verhandelbar. Wow, es kann sprechen. Na gut, sagen wir 2 Erdnüsse. Bei der Musik kann man ja ein Auge zudrücken, aber an dem Show-Act muss noch ein bisschen gefeilt werden. Also wir brauchen 5 Slotti, um den Affen tanzen zu lassen, der keiner ist. Okay. Der Kerl wirkt zwar groß und bedrohlich, aber vielleicht steht er nur irgendwo drauf. Tja, du hast mich ertappt. Ha. Ich stehe auf einem Typen, der sich an mir vorbeischleichen wollte. Oh. Mit solchen Typen kann man nicht verhandeln. Die kennen nur eine einzige Sprache. Irisch. Ach, Mann. Almighty! Was soll denn das werden? Na, wonach sieht's denn aus? Ich gehe in den Pub. Mit deinen Stöpseln im Schlepptau? Bist du ungesund gefallen, oder was? Das sind nicht meine Stöpsel, ich muss doch bitten! Ja, das hat Papst auch immer gesagt. Und dann hat er Macy und mich vor der Kneipe angeleint. Und? Hat es euch geschadet? Bei Macy weiß ich es nicht. Ihre Leine ist irgendwann gerissen. Oh. Schön. Okay, das bringt uns nicht so viel. Im ersten Moment. Dann gehen wir mal hier weiter noch. Oh, wir können jetzt immer zwischen den Rufanten austauschen. Das ist natürlich cool. Du spinnst, Rolfi.
Wieso denn? Nur weil ich entschieden habe, mich in Zukunft vegetarisch zu ernähren? Genau deshalb. Du bist nun mal ein Schleimmonster. Und Schleimmonster essen Kinder. Ich kann mich ändern. So. Das ziehst du niemals durch. Wie damals die Sache mit deinem Fernstudium. Wir werden ja sehen. Na dann, guten Appetit. Ich für meinen Teil hau mir jetzt ein paar Kinderärmchen auf den Grill. Mach das. Ich penne erstmal eine Runde. Versuch den Mund diesmal nicht so weit offen zu lassen. Am Ende schwimmen dir noch ein paar Kinder rein. Du mich auch. Ja. Was? Nein, das kann doch nicht. Ideale Stelle für ein Nachtlager. Wollt ihr mich eigentlich verkackeiern? Nur bei der oberen Steckdose steckt eine Sicherung. Ist ja auch mehr als genug. Nee, die steckt zu fest. Kein Wunder. Die Dinger sind so gebaut, dass sie nur bei Stromspitzen aus der Fassung fliegen. Schade, dass Strom nicht in lustigen Farben geliefert wird. Dann würde man immer gleich sehen, wenn welcher fließt. Und man müsste sich das nicht erst mühsam ertasten. Ja, genau. Da gehört eine Sicherung rein. Oder wahlweise einer dieser praktischen Stromumkehrer, die in diesem Spiel bislang enttäuschend spärlich gesät sind. Das ist richtig. Okay, wir haben einen Hebel. Das bringt nicht so viel. Schade, dass Strom dann würde und man müsste... Bringt nichts, okay. Eine Antenne. Hey, hey, und ohne sie abzubrechen. Das dürfte eine Premiere sein. Ich glaube auch. Faszinierend. Und was, frage ich Sie, gibt es Leckereres als ein Fleisch im Teigmantel? Wie das duftet. Eine Kochshow? Genau das Richtige zum Einschlafen. Wo sollen wir hier denn schlafen, Herr Rufus? Es ist viel zu kalt und dunkel. Ach, Mann. Na, was sagt der Mensch dazu? Wenn das nicht der ideale Platz für ein gemütliches Nachtlager ist, dann weiß ich auch nicht. Sind Sie sicher? Na klar. Es ist windgeschützt, überdacht. Es bietet Sitzgelegenheiten. Was will man mehr? Nun ja, es wirkt irgendwie bedrohlich. Ittchen Angst. Du sagst es, Gretchen. Wer garantiert uns, dass da keine gefährlichen Monster im Dunkeln lauern? Monster? Na, ihr seid ja vielleicht Idioten. Sowas wie Monster gibt es doch gar nicht. Außer natürlich diesem Rieseninsekt, das mich vorhin fast umgebracht hätte. Oh, ihr hättet mal seine Zähne sehen sollen. Und die Greifwerkzeuge. Und die langen Beine. Oh. Intelligenzbolzen. Könnt ihr mir jetzt noch in die Hose scheißen, wenn ich nur dran denke. Aber das war ja dort drüben. Irgendwo auf der anderen Seite dieser dunklen, weit auseinanderstehenden Rohre da. Was wollte ich doch gleich? Sie wollten uns erklären, warum das hier ein geeignetes Nachtlager ist. Ah, ja. Das Nachtlager. Ja, also das... Ist doch super, oder? Aber es ist dunkel und kalt. Boah, ey. Neckerkatze24.de. Okay, es ist dunkel und kalt. Das heißt, wir werden den Heizstrahler benötigen. Gucken wir mal, was im Fernsehen läuft, wenn wir die Antenne umstellen. Der Empfang hier unten ist ja wirklich unter aller Hirschkuh. Ich kann nicht mal erkennen, auf welches Tor die Weißen spielen. Okay. So haben wir eine Kochshow. Das ist schon mal gut. Ansonsten haben wir hier allerdings nicht viel. Außerdem haben wir leider das mit dem Austausch verkackt. Ich hoffe, wir kriegen noch eine andere Möglichkeit, den Austausch durchzuführen. Zwischen den... Weil der hier alleine hat er jetzt keine Chance. Na gut, dann können wir mal hier weitermachen. Männliche Aushilfskraft gesucht. Na, da kann die lange suchen. Männliche Aushilfskraft gesucht. Du suchst eine Aushilfe? Du kannst also lesen. Bravo. Ich suche einen schmucken Mann, der unter mir arbeitet. Schade, dass ich zu tun habe. Ich sagte ja auch Schmuck. Gemein.
Sie sieht selber aus wie eine große XXL-Teigtasche mit Hackcreme-Füllung. Hm, köstlich. Okay. Hallo. Hallo. War das alles? Einfach nur Hallo? Was willst du hören, ha? Willkommen im Teigtaschenparadies? Ist das Schild vielleicht zu dezent? Geht noch. Was verkaufst du hier? Das hier ist ein Modegeschäft. Ich verkaufe Herrenanzüge und farblich dazu abgestimmte Designerhüte. Für mich sieht es eher wie ein Teigtaschenstand aus. Wow. Gut kombiniert, Inspektor Müllweste. Warum fragst du überhaupt, wo du doch offenbar einen Lügendetektor verschluckt hast, hm? Ach, meine Güte. Gibt's irgendwelche Sonderangebote? Ich habe hier Teigtaschen für 1,25 Slotty. Wenn dir das nicht besonders genug ist, solltest du irgendwo hingehen, wo sie blinkende Schilder haben, auf denen Sonderangebot steht. Aber rechne damit, dass die Teigtaschen dort teurer sind. Weil Schilder nämlich nicht umsonst anfangen zu blinken. 1,25 Slotty. Hier steht 4 Teigtaschen. 4 Teigtaschen kosten genau 5 Slotty. 4 Teigtaschen, bitte. Sorry, meine Aushilfe hat gekündigt. Du hattest eine Aushilfe? Ja, keine Ahnung, wie er die Fußfessel aufbekommen hat. Warum machst du die Teigtaschen nicht einfach selber? Ich hatte eine Operation. Der Doktor sagte, ich darf mich nicht zu viel bewegen. Verflucht sei mein großes Herz. Wieso? Hast du eine Niere gespendet? Nein. Hör doch zu. Ich sagte, mein Herz ist zu groß. Ach komm schon. Mach mir ein paar Teigtaschen, hm? Nicht ohne Aushilfe. Okay. Ist hier ein Baby vorbeigekommen? Ich weiß nichts von irgendwelchen verschwundenen Babys. Und niemand kann mir das Gegenteil beweisen. Ach komm schon. Es müsste gerade erst hier vorbeigekommen sein. Ach so? Dann weiß ich es tatsächlich nicht. Meine Güte. Kennst du den Weg zum geheimen Rebellenlager? Einfach hinter mir die Straße runter. Und das verrätst du mir einfach so? Was, wenn ich ein Spion des Organon wäre? Tja, man kann eben nie für alle Fälle vorplanen. Du könntest genauso gut ein mutierter Grippevirus sein. In dem Fall hätte ich gar nicht mit dir sprechen sollen. Ja, da hast du wohl recht. Hast du inzwischen eine männliche Aushilfe gefunden? Ja. Aber ich hab ihn schon aufgegessen. Das ist ein Witz, oder? Wenn man es erklären muss, ist es auch kein Witz mehr. Okay. Für mich erstmal gar nichts. Gute Wahl. Davon gibt's hier reichlich. So, wir haben Fragezeichen, 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 Fragezeichen und Straße. Da gehen wir lang. Sergeant Bambi. Private Lotti. Oh, es ist herrlich. Das ist die obere Aufstiegsstation. Irgendwo da oben wartet das letzte Hochboot nach Elysium. Aber ich dachte mir schon, dass wir Bambi hier finden. Ist es wirklich so schwer, die Dinger stabil hinzubekommen? Okay, wir spielen mal dran rum. Nur mal zur Info. Diesmal breche ich sie absichtlich ab. Also, ich meine natürlich, ich richte sie neu aus. Ein kleines Stück noch. Upsi. Okay. Irgendwas bewegt sich da hinten. Für normale Augen schwer zu erkennen. Es ist ein verschwommener Fleck. Ohne Zweifel. Also ich hoffe ja tatsächlich, dass das hier noch funktioniert. Weil ich meine, wir können dem jetzt keinen Kram geben. Ich weiß nicht, ob er da anders rauskommt. Hm. Mal schauen. Den beiden muss ich aber auch gleich auf jeden Fall reden. Huhu! Aufmachen! Ja? Liebold, so ein Glück! Ja, nun lass mich rein! Kennen wir uns? Bitte was? Ich bin's, Rufus! Du wirst doch wohl deinen Anführer erkennen! Du siehst aus wie Rufus, aber du kannst es nicht sein. Rufus ist mit Janosch zur oberen Aufstiegsstation vorgestoßen. Aber ich bin doch hier! Das ist deine Meinung. Ich habe jetzt keine Zeit für diese Spitzfindigkeiten. Wer hat hier die Verantwortung? Wir haben jetzt einen neuen Anführer. Gut, dann lass mich rein. Ich will mit ihm sprechen. Das geht nicht. Wer garantiert mir, dass du kein Spion des Organon bist?
Das ist doch die Höhe. Ich habe diese Rebellion immerhin gestartet. Gibt es irgendwen, der das bezeugen kann? Du meinst außer dir? Genau. Irgendwer muss für dich bürgen. Das ist zwar Beamtenwillkür in ihrer schärfsten Form, aber kein Problem. Ich bin gleich zurück. Und du kannst dich schon mal auf ein paar Liegestütze vorbereiten. Schade. Irgendwas bewegt sich da hinten. Für normale Augen schwer zu erkennen. Es ist ein verschwommener Fleck, ohne Zweifel. Ja, das hatten wir ja schon, aber ich habe gerade kein Fernglas. Das sieht aus wie Baby Bozo. Oh je. Könnte zumindest sehr gut sein. Na gut. Moment mal, diese Obdachlosen kenne ich doch. Moment mal, diese Obdachlosen kenne ich doch. Bambina? Lotti? Was macht ihr denn hier? Und warum habt ihr euch als Männer verkleidet? Erstens sind das unsere Uniformen. Wir sind jetzt auf ihr... Offiziere des Widerstands! Offiziere, köstlich. Und zweitens heißt das jetzt Private Lotti und Sergeant Bambi. Sergeant Bambi. Hörst du das, Lotti? Ich glaube, Rufus macht sich über uns lustig, Sergeant. Offensichtlich ist er auf der Suche nach einem Satz neuer Zähne. Ladies, immer mit der Ruhe. Wir wollen uns doch nicht aufregen. Das gibt Fältchen. Ach du meine Güte. Ich brauche jemanden, der mich identifizieren kann. Du bist Rufus. Das weiß ich. Aber Liebold hat es offenbar vergessen. Also, kommt ihr mit zum Tor, damit er mich endlich ins Lager lässt? Später vielleicht. Wir haben gerade eine wichtige Mission zu erfüllen. Ihr lackiert euch gegenseitig die Fingernägel. Wir tätowieren uns das Squad-Emblem. Leider fehlt uns noch das passende Motiv. Wie wär's mit einem kleinen Pony? Oder niedliche, weiche Katzentapsen? Willst du damit sagen, dass wir nicht hart genug sind? Genau. Ich habe das vorgeschlagen, weil ich ein männlicher Macho bin. Und nicht, weil ich weiche Katzentapsen mögen würde. Wenn du die Härte meiner Faust testen willst, sag einfach Bescheid. Ja, ich glaube, Lotti und Bambi hauen dir... Ja, die sind ein bisschen härter als du. Ich habe eine Idee für euer Squad-Emblem. Na, dann lass mal hören. Wie wär's mit einem Einhorn? Ja! Private! Sagte ich ja? Ich meinte natürlich nein! Du hast es gehört. Aber wenn du kurz wartest, bis ich die Brechstange finde, verpasse ich dir gerne ein Horn. Wie wär's mit einem hübschen Blümchen? Blümchen? Was denn? Frauen mögen Blumen. Du findest das witzig, oder? Mal gucken, ob du immer noch lachst, wenn ich dir dein Nasenbein in die Ohren stopfe. Man kann es euch Frauen einfach nicht recht machen. Da hat er wohl recht. Wie wär's mit einem Prinzessinnenkrönchen? Oh, das ist ja sowas von... Beleidigend, genau. Beleidigend. Und wie? Er wird bluten für diesen Affront. Das ist herrlich. Wie wär's mit einem Wischmopp? Weil wir damit das Blut und die Eingeweide unserer Feinde aufwischen, nicht wahr? Nicht doch, Private. Er will uns nur beleidigen. Aber wenn er so weitermacht, wird er sich noch wünschen, einen Wischmopp dabei zu haben. Ja, dann komm. Wie wär's mit einem Haifisch? Die Idee finde ich nicht schlecht. Meinst du nicht, dass ich mit einem Haifisch zu dick aussehen könnte? Das käme auf die Farbe an. Wie wär's mit... Altrosa! Aber dann passt er nicht mehr zu den Schuhen. Okay. Ihr findet schon was Passendes. Wenn dir noch etwas einfällt, behalte es für dich. Es sei denn, es ist wirklich gut. Okay, wir müssen also noch was suchen. Ihr seid jetzt also auch beim Widerstand. Was dagegen? Aber nicht doch, Sergeant Bambi. Was ist daran so lustig? Naja, es ist lustig, weil ihr Frauen seid. Verstehst du? Ach, herrje. Ich wusste ja, dass du ein Idiot bist. Aber ein sexistischer Idiot? Was? Nein, nein. Das hat doch nichts mit Sexismus zu tun. Manche Dinge passen einfach nicht. Frauen beim Widerstand. Das ist so, als würde man einem Wombat einen Sombrero aufsetzen. Hoho, Sombrero! Siehst du? Da muss selbst Lotti schmunzeln. Und das liegt ja nicht daran, dass sie Vorurteile gegen Drexikaner hat, oder? Niemals! Oder gegen Wombats. Oh, ich liebe Wombats. Die sind... Das sind nützliche Tiere. Exakt. Wie Frauen. Was? Okay, da kann ich mich dann doch nicht mehr ganz anschließen, aber okay.
Achtung! Leitender Offizier anwesend. Aha. Und wo? Hinter dir? Haha, ich meinte natürlich mich, du pflanzlicher Kanonenfutterzusatz. Das wüsste ich aber. Wir nehmen unsere Befehle nur von unserer Squad-Leaderin entgegen. Egal, wer das schon wieder ist. Sie untersteht ebenfalls meinem Kommando. Ich bin nämlich der Anführer. Netter Versuch, Rufus. Aber wir kennen den General und du bist es nicht. Den was? Den General? Squad-Leaderinnen, Generäle? War ich denn wirklich so lange weg? Das frage ich mich aber auch, was hier eigentlich abgeht, wer der neue General ist. Die Squad-Leaderin kann ich mir schon gut vorstellen, weil Rufus schart ja gerne so ein paar Frauen um sich, die ihm gerne eins auf die Glocke geben würden. Und da kann ich mir dann jemanden vorstellen, der sich als Squad-Leaderin sehr gut eignen würde.